Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Vesperia. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, leider ohne Cliffhanger. Leider wollte ich euch diesen Gefallen doch nicht tun, weil ich hatte Angst, dass ihr dann mich dafür schlagen würdet. Hätte ich es getan, wo es nur der Ananas-Gummi war. Auf jeden Fall im letzten Part sind wir hier Relevies runtergegangen, zumindest ein Teil. Jetzt haben wir so eine richtig geile hier, ich weiß nicht, so geile Wände hier. Ach, keine Ahnung, es sieht einfach episch aus. Es hat irgendwie einen gewissen Style. Und jetzt geht's noch tiefer. Und noch tiefer, bis es nicht mehr tiefer gehen kann. Na gut, ich bin auch schon ganz schön tief gesunken, das muss man auch halt mal ein bisschen mal dazu sagen. Ich bin so tief gesunken, dass ich sogar schon so weit gegangen bin, Minecraft wieder auf den Kanal zu bringen. Also von daher, da merkt man schon, wie tief ich eigentlich gesunken bin, aber da wollen wir lieber nicht reden, ne? Und stirb. Versteinert ihr. Ihr Arschgeburten. Ich zeig's euch. Ja. Nummer 3 geht jetzt auch zu Boden. Ich habe keine TP mehr hier. Das geht auch nicht. Ach komm. Danke. Na komm. Ich habe keine TP. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Hörst du einfach für Carol? Was erwarten wir eigentlich gerade? Sie setzt sich ja heute sehr langsam wieder alle ein. Bald hat er wieder ein Level, wo wir sagen können, boah, er will wieder mit uns spielen. Das passt. Weiter geht's in die Tiefen des Grauens. Wo lang? Links oder rechts? Ich habe keine Ahnung. Hey, hang on. This kind of stuff gets to us, old folks. Come on, old man. Yeah, you're gonna have to climb back up when we're done. He's dead. Someone's coming. Person? Here? You. Duke. Appearing out of nowhere as usual. What are you doing here? We heard there was an Antilochea here. We came to ask it to become a spirit. A spirit? A being that comes from reincarnating an Antilochea through an Apatheia. We might be able to solve the air problem completely with the spirit's power. By converting air into mana. I see. That's why. Duke? Reincarnation. Converting air. You are trying to remake the world itself, all to solve a problem that humans themselves brought about. Such arrogance. But if we don't fix the air problem, the Autophagos will destroy the world. Bellius understood. She became Undine and is lending us her power. Pharaoh as well. He was reborn as Efreet. The proper form of Terka Lumeres is one in which all living things, including Entelechea, live in their natural state. You understand that as well. But what about Gusios? He was trying to control the air, but then he took too much and became really dangerous. Yeah, I don't want to think what would have happened if we hadn't reincarnated him as Gnome. Even so, I do not accept it. I will protect this world. You said that before. So just how do you plan to protect the world? I will not interfere with you, so do not interfere with me. Ahead lies one of the oldest springs in the world. Pay it due respect. So you won't answer the main question? Farewell. I doubt we shall meet again. Hey! He's gone! Such a warm and fun-loving little fellow. I wonder what he's trying to do. I don't know, but I have a bad feeling about it. Rita, is something wrong? Well, I bet with his sword, with Dane Nomos, we could focus the spirit's energy on the Autophagos. Should we chase him down and ask him to lend it to us? Yeah, I don't think he's in much of a giving mood right now. Me neither. Well, whatever we do, we have to get all the spirits first. Let's focus on that for now. Ich hab's Gefühl, es gibt noch einen Bosskampf gegen Duke. Ich
rieche es förmlich. Oh, das ist ein Speicherpunkt. Ah, ich liebe das jedes Mal mit Speicherpunkten. Das ist immer so das Lustige. Jedes Mal, wenn ich ein paar Bände, gehe ich davon aus, dass das Speicherpunkt kommt wahrscheinlich erst in 5 bis 10 Minuten. Und wie lange nehmen wir jetzt auf? 5 Minuten mit vielleicht 3 Minuten Story. Und jetzt haben wir schon den Speicherpunkt. Also, irgendwo fühle ich mich schon lange verarscht. Ich sollte langsam mal echt das gewohnt sein und mal aufhören, immer zu denken, oh, es kommt keiner mehr, ich bin einfach mal ein Part, ne? Das ist jedes Mal eine Krankheit von mir. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht, was mit mir da falsch ist, aber das will ich auch nicht wissen. Komm her. Und jetzt stirbt. Ich hab gesagt, du sollst sterben. Oh Gott. Bis der tot ist, das dauert ja noch Jahre. Wo kriegen wir den mal eigentlich raus hier? Yeah, und... Oh komm. Endlich. Perfekt. 2200 wieder mal für uns. Schauen wir uns mal hier um. Hier geht's auf. Ey, wenn du mich angreifst, ich... Ah, vergiss es. Komm her, Junge. Komm her. Ich habe gesehen, wir haben fast ein Level, aber jetzt habe ich auch mehr, nicht mehr erst motiviert, dich zu töten. Was wolltest du gerade die Heiliger Trank benutzen? Heiliger Trank? Wie, was, wo? Ich weiß, wovon ihr redet. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin nur hier, um Gegner zu fisten. Na, kommt. Yes. Danke. Das Level ab, lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja noch was zu entdecken. Wir wissen ja auf jeden Fall, wo es weitergeht. Also von daher habe ich jetzt mehr als genug Gründe, hier lang zu gehen. Na komm. Perfekt. Das wird gesandt. Ich habe das Gefühl, Duke wird uns bekämpfen. Ich rieche es. Ich rieche es so hart, einen Bosskampf gegen Duke mit dem Nomus. Wo wir, glaube ich, dann richtig Jagdschüsse auffallen werden. Und ich werde auch auf jeden Fall jetzt meine Leiste nicht mehr so einfach verbrauchen. Denn ich habe vor, eine vielleicht eine Kombi mal zu starten. Das heißt, erst Mystic Art und dann auf Explosiv Art hochwechseln. Mit Quattro kann ich das ja zweimal, kann ich das ja mal machen. Das ist ja das Coole bei Quattro. Du hast ja 4 Leiste, das heißt, du kannst 3 aufopfern für eine Mystic Art und dann nochmal später nochmal einen Gegenangriff starten. Ich finde die Gegend ja so interessant. Erstmal an dir vorbei. Wenn das wirklich ist. Alter, fickst du mich von hinten oder was hier? Ach komm her, das war jetzt. Das. Ey, der lässt mich nicht. Jetzt stirbst du aber ordentlich hier. Komm. Stirbst du auch mal? Yeah, und. Mein Gott. Ach, come on, stirb. Danke fürs Heilen. Ah, der wird jetzt erstmal sterben. Perfekt. Der ist tot. Ein Item. Die Büsche will ich loswerden, ohne Witz. Die sind doch nicht zum Spaß da. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Sind nicht aus, dass die nur zum Spaß da rumstehen. Du kannst den Ring 6 auf Stufe 3 hochziehen und dann kannst du die wegjagen. Dann brennen die nieder oder was. Ach, was weiß ich. Ich habe so keine Ahnung hier. Ich bin unwissend. Ich bin der größte Tales of und Experte. Io West oder whatever, wie der Spruch heißt. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Sprüchen nicht so ganz da aus. So, auf der Mainstream-Schiene hänge ich ja auch wieder, ne? Um die alle kennen zu können. Ja, aus welchem Stein bist du wieder rausgekommen? Bring it! Na komm! Ey, stirbst du mal? Oh, das hat jetzt so schön weggefickt hier. Und, Alter! Du wirst sterben! Ich wollte eigentlich Ghost Charm machen und dann erst
Genau. So würde ich das machen. Zuerst Geistangriff und dann in Kombination der die Wolfsattacke, weil die einfach mehr reinhaut. Weil dann hast du eine Zerstörungskombi. Ich könnte mich jetzt heilen, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt schon sehe, dass hier ein Heilpunkt ist, dann mache ich das bestimmt nicht noch ein zweites Mal. Das ist der größte Fehler, den ich jemals in meinem Leben machen kann. Du heilst dich? Und kurz darauf, ja, kommt ein Heilspeicherpunkt. Wir brauchen noch. Dich werde ich ficken, so richtig hart. Möge die Vergewaltigung beginnen. So. Komm her. Und stirb. So, zu dir. Yes. Jetzt kommen die ganzen Dinger hier runter. Und stirbst du? Und du wirst auch sterben. Yep, der ist fast down. Jetzt ist er down. Perfekt, jetzt gibt's Level-Ups. 71, 71. Wann warten wir die anderen das Level ab? Rita ist die nächste. Also einen muss ich doch auslöschen. Okay. Lang gehen soll. Den töte ich auf jeden Fall. Der steht mir im Weg. Dieses fette Monstrum ist mir jetzt mehr als im Weg. Na komm. Yes. Ohne Schaden, ohne Witz. Das war gut. Ist die Frage. Oh ne, ist das eine Verteilgeschichte auch noch? Na gut, wo haben wir es? Heiliger Trank? Let's go. Jetzt hier auch noch ein, die versteckt sind, oh mein Gott. Limit-Trunk? Langsam wird's interessant. Gefühl, ich bin schon richtig abgebogen hier. Yes! Hab den richtigen Weg genommen. Aha! Bin schon nur an dir vorbei. Wie komme ich an dir vorbei? So ungefähr. Wie komme ich an dir vorbei? Danke. Was finden wir hier? Langsam wird es ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir sind da anders. Wir sind jetzt hier richtig? Was? Nee. Das können wir dir erzählen, dass wir richtig gelaufen sind, oder? Kann absolut keiner hier erzählen. Da komme ich nicht vorbei. Das ist doch. Ich will jetzt mal gucken, was auf der anderen Seite wäre. Ich will es jetzt einfach wissen. Wenn das der falsche, richtige Weg war, den wir jetzt gegangen sind. Den Speicherpunkt habe ich ja. Dann was war hier? Item? Nein, ein Gegner. Du willst sterben, habe ich gehört. Also werde ich dir diesen mehr als groß Gefallen tun und dich zur Hölle schicken. Aha. Danke. Ernsthaft, ich will nicht wissen, ob ich jetzt wirklich richtig abgebogen bin. Hey, du. Du fetter Riese! Ich werde euch töten.
Ich werde euch so richtig hart töten, allein dafür, dass ihr am Leben seid. Habt ihr kein Recht mehr da zu sein. So. Komm her. What the fuck, was ist denn mit dir passiert? Einfach mal hier weggekehrt oder was hier? Spielen wir Bowling oder was? Gigantenbowling. Danke. Was war das für ein Text? Ein Gebiet mit negativer Ausstrahlung? It's just rocks and mountains, and the wind just sounds so lonely. It feels more desolate the longer we're here. Let's finish up here and get out soon. But the sun is so warm and feels so nice. Well, aren't you optimistic? Oh? But this is the perfect time for a picnic. Maybe we are lucky to have sunshine. I mean, it looks like there could be a sandstorm any moment. I guess we were letting the atmosphere get to us. Come on, it's not so bad. Yes, let's keep going. They sure cheered up quick. Ja, auf jeden Fall. Und wir gucken so schnell nach den restlichen Teil um und dann... Wenn dieser fette... Ey, nee. Komm her. Du stirbst. Du stehst mir im Weg. Jeder, der sich mir im Weg stellt, wird ausgelöscht. Meine Vorgehensweise, ja. Komm. Perfekt. Komm. Jetzt mit dir. Stirbst du nimmer? Doch, du stirbst auch mal. Und du auch. Und stirb. Ich hab gesagt, stirb. Alter, wie die immer hier im Weg sind. Das ist doch... eine Verarschung. Ich werde es jetzt auf den anderen Slot speichern. Ganz ehrlich, warum soll ich das auf den Slot speichern, wo ich jetzt gerade schon gestanden habe? Wir gucken uns das jetzt an und wehe, ich bin jetzt hier einfach falsch abgebogen. Ich glaube es jetzt auch noch. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich bodenlos verarscht. Das ist so bodenlos. Das siehst du nicht bei den Boden. Du siehst gar nicht, so tief wie die Verarschung schon ist hier. Ich fühle mich jetzt wirklich tief verarscht vom Spiel. Ohne Mist, ich laufe jetzt mit euch das da runter. Und ich schwöre bei Gott, jeder, der sich mir im Weg stellt, wird niedergemetzelt. Oh, du komm her. Du kommst her. Du hast dich bis zum letzten Mal eingemischt. Solche Leute wie du werden von mir ausgerottet. Und stirb. Danke. Eigentlich ist dieser Arsch da raus. So, haben wir noch eine Getränke? Auf jeden Fall. Also bei dem Fall Idioten, da brauche ich schon auf jeden Fall sehr viele Tränke, bis ich hier durchkomme. Ja, ist alles Vollidioten. Guckt euch doch mal an. Hässlicher geht's doch gar nicht mehr. Unten lang. Falscher Weg. Aber ich zeig schon mal, wir sind schon mal auf dem Weg zum Ende. Das ist der Anfang vom Ende. Und hier geht's dann im nächsten Part weiter. Kommentar werde ich vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Und Emerald Control.